Ist Wolfgang Busbach profilierter CDU-Politiker, bekennender Wertkonservativer und sicher einer der populärsten Volksvertreter in Deutschland. Ich begrüße Sie. Danke für die Einladung. Herr Busbach, sind Sie ein Teil, das fragt man sich in diesen Tagen, des Flüchtlingsproblems der CDU? Vielleicht sieht es der eine oder andere tatsächlich so. Auf der anderen Seite weiß ich aus unzähligen Gesprächen, Veranstaltungen, Zuschriften, dass die Stimmung in der Bevölkerung an der viel zitierten Parteibasis eine doch etwas anders ist als an der Spitze der Partei, auch in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Also, dass ich doch der Problembär bin an der Parteibasis, das habe ich noch nie feststellen können. Aber man hat so den Eindruck, dass es sich auch bei Ihnen jetzt so ein bisschen um eine Fluchtbewegung handelt. Sie sind seit 1994 Abgeordneter, engagierter Volksvertreter und sehr vitaler und sehr munterer Politiker all die Jahre gewesen. Jetzt in einer Zeit, wo es ja der Union nicht so gut geht, gehen Sie von Bord oder haben Sie zumindest angekündigt, von Bord zu gehen und sind dann noch ein Jahr im Bundestag. Als Rentner kann man sich Sie nicht vorstellen. Obwohl ich das Rentenalter in wenigen Monaten ja tatsächlich erreichen werde. Aber 23 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, ja, das ist eine lange Zeit. Das bleibt nicht in den Kleidern stecken, jedenfalls nicht, wenn man es mit so einem Aufwand betreibt, wie ich, auch mit einem erheblichen Reiseaufwand. Ich bin nicht der Gesündeste. Und wenn man merkt, dass die Kraft nachlässt, muss man sich sehr genau überlegen, wofür man diese Kraft noch aufwendet. Und ich möchte sie nicht noch einmal 4 Jahre lang aufwenden, um mich in für mich sehr wichtigen politischen Fragen an meiner Partei zu reiben oder gar aufzureiben. Und man merkt ja auch so intuitiv, kann man überhaupt etwas bewegen, kann man überhaupt etwas verändern. Und wenn man sieht, man ist in einer Minderheit mit seiner Meinung in der Fraktion, auf dem CDU-Bundesparteitag in Karlsruhe ganz deutlich, dann sollte man dann auch sagen, okay, dann macht man einen Schnitt und der nächste Lebensabschnitt ohne Politik muss nicht unbedingt schlechter sein als der jetzige. Aber man hat so den Eindruck, Sie haben es ja selbst auch immer gesagt, also nicht Sie haben sich verändert mit Ihren Positionen, sondern die CDU hat sich verändert. Man spricht von einer modernisierten CDU, einer modernisierten Merkel-CDU. Ist da kein Platz mehr für Menschen wie Sie, die ein wertgebundener Konservativer sind? Jedenfalls haben wir noch nie den Vorwurf gehört, die Union sei zu weit rechts, zu konservativ geworden in den letzten Jahren. Es hat eine Linksverschiebung der Union gegeben und es ist richtig, Herr Herz, in keinem einzigen Punkt vertrete ich eine Auffassung, die nicht in der Vergangenheit auch einmal die Haltung meiner Partei, der CDU, war. Die eine oder andere Kurskorrektur habe ich ja selber mitgemacht, obwohl ich da auch meine Zweifel hatte. Bei der Energiewende kam die nicht etwas plötzlich. Haben wir wirklich schon bei der Beschlussfassung alles durchdekliniert, was wir beachten mussten bei der Energiewende? Was bedeutet das für die Privathaushalte, für die produzierende Wirtschaft, für die Kostenentwicklung? Das kam alles sehr plötzlich. Trotzdem habe ich mitgestimmt. Abschaffung Wehrpflicht. Ich hatte auch meine Zweifel. Wäre es nicht besser gewesen, also zunächst einmal konservatives Tafelsilber. Richtig, die Debatte, die gesellschaftliche Debatte zu führen, die Debatte in der Partei zu führen. Stattdessen haben wir zunächst die Aussetzung der Wehrpflicht beschlossen und uns dann darum bemüht, auf Regionalkonferenzen diese Entscheidung gegenüber der Parteibasis zu begründen. Aber Meinungsbildung, Entscheidungsfindung hat nicht dort stattgefunden. Trotzdem habe ich mitgestimmt. Aber jetzt in der Flüchtlingspolitik machen wir das Gegenteil. In der Europolitik machen wir das Gegenteil von dem, was wir den Wählerinnen und Wählern einst versprochen haben. Das kann ich nicht mitmachen. Würden Sie denn dann sagen, ein Jahr vor Ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag vielleicht zu früh, aber wenn Sie mal bilanzieren, dass Sie sagen, letztlich bin ich mit meinem Engagement, mit meinen über 20 Jahren aktiven Politikerdasein gescheitert, weil die Partei sich so verändert hat, dass ich... Aber ich habe jedenfalls in den letzten 22 Jahren, man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben und die Legislaturperiode nicht, bevor sie zu Ende ist, bewerten. Aber ich habe viel mehr positive als negative Erfahrungen gemacht, einiges mitbewegen, mit verändern können. Also ich ziehe da keine negative Bilanz. Aber in den beide von mir gerade angesprochenen Punkten, das gilt für die Flüchtlingspolitik, als auch für die sogenannten Euro-Rettungsbemühungen, die Hilfspakete für Griechenland, ist völlig richtig, habe ich mit meiner Position nicht das erreichen können, was ich gerne erreicht hätte, nämlich dass die Union bei dem bleibt, was sie den Wählerinnen und Wählern fest versprochen hatte.
Man hat ja den Eindruck, dass Sie mit Ihrem Rückzug aus der aktiven Politik natürlich damit auch das Feld einer Gruppierung, einer Partei wie der AfD überlassen, die also dann bestimmte Positionen, die die Union geräumt hat oder die vor allen Dingen die CDU geräumt hat, dann übernimmt. Ja, aber es gibt doch, viele, die an meiner Stelle diese Gedanken weiter in die Politik einbringen. Also kein Politiker sollte sich wichtiger nehmen, als er tatsächlich ist. Ich tue das auch nicht. Ich nehme mich nicht wichtiger, als ich bin. Und wir haben viele, auch jüngere Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion, die genauso denken wie ich und wie manche andere auch. Aber es ist zugegebenermaßen eher eine kleine Minderheit. Wir sind weit von einer Mehrheit entfernt, obwohl es nicht wenige gibt, die dann vor und nach der Fraktionssitzung sagen, hast ja völlig recht, aber die in der Fraktionssitzung dann nicht helfen. Sie haben sich vermutlich eine Menge Gedanken darüber gemacht, warum so viele Menschen in diesem Land im Augenblick die AfD wählen. Was ist Ihnen da besonders aufgefallen? Zum einen machen wir viele heimatlos. Das ist so. Sie fühlen sich durch die Politik im Allgemeinen, nicht nur durch die Politik der Union, nicht mehr repräsentiert mit ihren Anliegen, mit ihren Sorgen. Ich sage das schon seit Jahren. Das hat jetzt gar nichts mit den letzten Monaten zu tun. Ich kenne kein zweites Politikfeld, in dem die Diskrepanz zwischen der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung so groß ist wie beim Thema Zuwanderung und Integration. Und wenn man heute abstimmen würde über den Kurs in der Flüchtlingspolitik seit Sommer vergangenen Jahres, dann wäre es ja nur die Frage, sind 80 oder 90% für den Kurs, aber jedenfalls eine überwältigende Mehrheit im Parlament. In der Bevölkerung selber sieht es völlig anders aus. Da haben wir ein ganz anderes Meinungs- und Stimmungsbild. Und wenn ein großer Teil der Bevölkerung sich nicht mehr repräsentiert sieht bei den parlamentarischen Debatten, dann darf man sich nicht wundern, dass man sich einer neuen politischen Kraft zuwendet. Das provoziert ja die Frage nach der Rolle der Medien. Bilden die Medien denn tatsächlich die Stimmungslage richtig ab, nach Ihrer Einschätzung? Also es gibt sehr, sehr viele sachliche Berichte. Ich käme auch nie auf den Gedanken zu sagen, dass Lügenpresse eine gerechte Beurteilung ist. Ich glaube auch nicht, dass so sehr Falschberichterstattung das Problem ist. Das Problem ist eher die Ausblendung von Problemen. Ich gebe zu, das hat sich seit der berühmten Silvesternacht in Köln geändert. Da konnte man nicht mehr länger relativieren, tabuisieren, ignorieren. Dafür waren einfach zu viele dabei, die das alles erlebt haben, die ihre Erlebnisse ins Netz gestellt haben. Da wurde auf einmal schlagartig deutlich, wie groß die Probleme tatsächlich sind. Ich nehme ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich im Sommer vergangenen Jahres den Fernseher einschaltete, dann musste ich ja den Eindruck bekommen, die allermeisten Flüchtlinge sind Ärzte, Ingenieure, viele mit Doppelstudium. Dann traten die Vertreter der Wirtschaft auf und sagten, die lösen unser Fachkräfteproblem, die können wir alle prima gebrauchen. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, das können nicht nur alles Spezialisten, Ingenieure, Hochschulabsolventen sein. Wir werden viel Mühe haben, die Hunderttausenden auf den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und genau so ist es auch. Wir leben ja schon eine ganze Weile jetzt in Deutschland mit großen Koalitionen auf Länderebene, aber vor allen Dingen auch im Bund. Hat das auch eine Rolle dabei gespielt, dass das Meinungsspektrum sich verengt hat? Das spielt eine Rolle, das wissen wir allerdings aus der Vergangenheit auch. Große Koalitionen führen oft dazu, dass andere Parteien stärker werden. Die Fragmentierung der Gesellschaft bildet sich auch ab im Parteiengefüge. Die beiden großen Volksparteien haben längst nicht mehr die Bindungswirkung wie noch zu der Zeit, als ich politisch aktiv geworden bin, Anfang der 70er Jahre. Da gab es Zeiten, da haben CSU, SPD 85-90% der Bevölkerung gebunden. Wenn ich heute die Umfrage auf Bundesebene addiere, dann liegen wir so bei Mitte 50. Mehr erreichen wir ja gar nicht mehr. Und wenn eine neue politische Kraft dazukommt, die aus dem Stand in mehrere Landtage mit respektablen Wahlergebnissen einzieht, haben es die anderen Parteien schwieriger. Aber wir haben ja eine Opposition auch im Bundestag, trotz eben des Bündnisses von CDU, CSU und SPD. Nimmt die ihre Aufgabe richtig wahr? Ja, aber in dem entscheidenden Punkt Flüchtlingspolitik ist die Lage ja eine andere. Denn Linkspartei und Grüne wollen ja im Grunde noch mehr Zuwanderung. Es war ja auch das erklärte Ziel der Grünen, oder es ist vielleicht immer noch das erklärte Ziel der Grünen,
durch eine verstärkte Zuwanderung, schwerpunktmäßig auch von Menschen aus anderen Kulturkreisen, die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland nachhaltig zu verändern. Das allerdings war eigentlich nie ein politisches Anliegen der Union. Wir wollten Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung. Nun hat man ja den Eindruck, dass auch bei anderen Fragen es eine ganz große Koalition gibt. Das sind Fragen wie zum Beispiel die Euro-Rettung oder die Haltung zu Europa, dass da wirklich im Bundestag auch das Meinungsspektrum zumindest nicht sehr groß ist. Also trägt sowas, also trägt so eine Allparteienkoalition auch dazu bei, dass die Leute das Gefühl haben, tatsächlich, es gibt ja für mich wählbar gar keine Alternative, bis so eine Gruppierung auftritt wie die AfD? Richtig beschrieben. Das gilt jedenfalls dann, wenn die von Ihnen so bezeichnete Allparteienkoalition nicht das abbildet, was es an Stimmungsbild in der Bevölkerung gibt. Denn man möchte schon sehen, ob man auch bei den parlamentarischen Debatten mit seinen Gedanken, Anliegen, Sorgen auch tatsächlich von den Volksvertretern repräsentiert wird oder nicht. Und wenn die Menschen draußen jedenfalls zu einem großen Teil das Gefühl bekommen, die Debatten, die dort geführt werden, haben mit meiner Lebenswirklichkeit nur am Rande etwas zu tun, dann wenden sie sich einer neuen politischen Kraft zu. Ist diese Strategie gescheitert? Stand ja, heute? Jedenfalls ist es erkennbar keine Erfolgsstrategie auf Dauer, wenn wir erleben müssen, dass sich immer mehr die Frage stellen, wofür steht die Union, wofür tritt sie an, wogegen ist sie und wo unterscheidet sie sich eigentlich noch im Kern von den anderen politischen Parteien? Kommen wir noch mal ganz kurz auf die AfD und die Frage des Umgangs damit. Es hat sich ja so eine Haltung bei fast allen anderen Parteien rausgemändelt, mit der AfD auf gar keinen Fall zusammengehen. Aber ausgrenzen, sagen Sie, ist auch nicht die richtige Strategie. Genau richtig. Denn das passiert ja, also wenn man schaut, eigentlich überall da, wo Wahlkampf gerade gemacht wird, Berlin zum Beispiel. Ja, ist alles nicht erfolgreich, wenn wir den Eindruck erwecken. Wir haben schon Scheu davor, mit den Repräsentanten der AfD zu diskutieren. Dann erwecken wir den Eindruck, dass wir Angst haben, dass wir Sorge haben, wir könnten bei einer politischen Debatte den Kürzeren ziehen. Wer gute Argumente hat, der muss doch keine Angst haben vor einer inhaltlichen Auseinandersetzung. Und wenn man die mit spitzen Fingern anpackt oder versucht, wie im Frühjahr, bei den Landtagswahlen, vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, sie erst gar nicht in Fernsehstudios zu lassen oder an Debatten teilzunehmen, dann gibt man ihnen sogar noch eine Art Märtyrerstatus. Also zunächst einmal muss ich die AfD als neue politische Konkurrenz ernst nehmen und ich muss mich mit den Motiven der Wählerinnen und Wähler auseinandersetzen. Warum gehen sie dorthin und nicht zu den etablierten Parteien? Aber mit Dämonisierung der AfD werden wir sie nicht politisch marginalisieren. Nun hat es ja in diesen Tagen wieder sehr viel zitiert, immer das Wort von Franz Josef Strauß gegeben. Rechts von der Union darf es keine Partei geben. Jedenfalls keine demokratisch legitimierte. Keine demokratisch legitimierte. Es könnte eine Entwicklung auftreten, die genau das eben doch zur Folge hat. Also denkt man mal zurück. Die SPD hat beim Aufkommen der Grünen Federn gelassen. Sie hat vor allem Federn gelassen bei der Gründung der Linken. Sie hat da Raum gelassen am linken Flügel. Wäre es nicht fast ein normaler Prozess, dass der Union das auch passiert? Das kann der Union passieren, wenn wir weiterhin der These nachlaufen, um die konservativen Wählerinnen und Wähler in unserem Land müssen wir uns nicht besonders bemühen. Mangels akzeptabler politischer Alternative wählen sie ohnehin die Union. Nein, das muss keineswegs so sein. Viele sind in den letzten Jahren auch in die Wahlenthaltung gegangen, nicht weil sie politisch desinteressiert sind, sondern weil sie heimatlos geworden sind. Einige sagen, jetzt gibt es wieder einen neuen Hafen, wo ich anlegen kann, jetzt gehe ich eben zur AfD. Aber schafft die Union das, also sich so zu profilieren, dass sie die Menschen, die im Augenblick, wie Sie sagen, heimatlos geworden sind, politisch heimatlos geworden sind, wieder zu binden? Die programmatische Profilierung ist ohne weiteres möglich. Da bin ich auch hoffnungsfroh, gerade wegen der bitteren Erfahrungen der letzten zwei Jahre. Aber wichtig ist, dass wir kein Vertrauen enttäuschen. Wichtig ist die Übereinstimmung von Wort und Tat. Wichtig ist, dass nach dem Wahltag nichts anderes gemacht wird, als wir den Menschen vor dem Wahltag versprochen haben. Im Koalitionsvertrag haben sich ja die Kräfteverhältnisse überhaupt nicht abgebildet. Da hatten ja viele, nicht nur ich, das Gefühl,
Da hat sich die SPD aber mehr durchgesetzt als die Union. Was sie ja gebracht hat, wenn man auf die Umfrageergebnisse Nein, das ist ja beklagenswert. Jedenfalls aus Sicht der SPD. Aber müssten wir wieder zurück eigentlich auch zu einem Lagerwahlkampf dann, also der dann eben von vornherein so etwas wie eine große Koalition, die Sie ja nicht wollen, wie Sie eben auch gesagt haben, die vermutlich die SPD ja auch nicht will, müsste man nicht zurück zu einem Lagerwahlkampf kommen, was ja immer voraussetzt, dass man Inhalte hat, die... Ich glaube, wir sind gerade dabei. Wer Herrn Gabriel erlebt hat in den letzten Wochen, der ist ja auf Krawall gebürstet. Das ist schon interessant, mit welcher Chuzpe er vorgeht, dass er jetzt alles bei der Kanzlerin ablehnt, obwohl er selber die Politik über Monate hinweg kraftvoll verteidigt, unterstützt hat, alle Entscheidungen mitgetroffen hat, dass er jetzt sagt, wir haben die Kanzlerin immer schon gewarnt, wir waren immer schon anderer Meinung und so. Das heißt, je mehr wir auf den Wahltermin zugehen, 2017, desto eher werden auch wieder die Parteien auseinandergehen in der Außendarstellung. Und die Grünen im Verhältnis zur CDU, da wird ja im Augenblick viel gemunkelt. Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn wir uns jetzt im Konrad-Adenauer-Haus darum bemühen sollten, dass wir ein Wahlprogramm schreiben, was uns möglichst grün kompatibel macht, dann werden wir noch mehr Mitglieder und Wählerinnen und Wähler der Union heimatlos machen. Ich habe nichts dagegen, gar nichts dagegen, dass die Union sagt, die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern sich. Darauf müssen Parteien reagieren. Wir müssen sehen, ob wir neue Wählerschichten erschließen. Kann ich nur sagen, viel Erfolg. Muss nur aufpassen, dass du bei der Suche nach einem neuen Wähler keine zwei Stammwähler verlierst.